angereist aus London. London School of Economics. Mathematik mit Wirtschaft. Der will nicht mit Ihnen spielen. Der will Ihnen die Spieltheorie erklären. Applaus für Stefan Kittitsch! Vielen, vielen Dank. Ich bin Stefan Kittitsch und ich darf Ihnen heute Abend erklären, wie Sie mit ein bisschen mathematischem Denken sicherlich die besten Entscheidungen treffen und wieso Sie wahrscheinlich keinen Mathematiker alleine in einem Kinosaal antreffen werden. Ich habe das Wort Mathematik verwendet, ich habe mathematisches Denken verwendet und ich glaube, wir wären alle eigentlich viel lieber hier, als jetzt einen Vortrag von mir über theoretische Mathematik zu hören. Deswegen bleiben wir doch einfach bei diesem Bild und reden darüber, wie wir optimal zu so einem Sandstand gelangen können. Wir denken uns wahrscheinlich, okay, gut, holen wir einfach jetzt während des Vortrags, statt mir zuzuhören, ein Smartphone heraus, geben ein, Sandstand, am besten auch in Ruhe darlegen, also irgendein Geheimtipp und vielleicht irgendwas noch wirtschaftliches Guttun für andere Menschen, also vielleicht irgendwie nach Griechenland oder sowas, um die Wirtschaft zu unterstützen. Und das geben sie ein und sie fahren hin, kurz beschlossen, und die Realität sieht dann so aus. Ja, ist vielleicht nicht so schön. Woran liegt es? War der Bericht, den Sie gelesen haben in der Kürze, einfach schlecht recherchiert? Wollen jetzt plötzlich alle Deutschen den Griechen helfen Ende September und an den Strand fahren? Oder liegt es doch an was ganz anderem? Und während Sie so vor sich hin fluchen, sich unfreiwillig an Ihren Nachbarn kuscheln und mit ihm ihr Handtuch teilen, spricht Sie ein lokaler Grieche an. Er meint, er sei Spieltheoretiker, kenne sich aus mit diesen Problemen, er sei Mathematiker und er könne Ihnen das sicher gut erklären. Yannis Varoufakis. Da dachte man, es könne nicht schlimmer werden. So, Yannis meint, er holt ein bisschen weiter aus und er erzählt Ihnen von der Geschichte der Spieltheorie, von John von Neumann. John von Neumann war ein sehr begabter Mann. Auf seinem Lebenslauf finden sich Sachen wie Mathematikgenie, Chemie, Physikbeiträge. Atombombe hat er auch mitentworfen, das ist vielleicht etwas mehr furchteinflößend als beeindruckend. Er war Regierungsberater in Amerika und ganz nebenbei natürlich auch noch Vater der Informatik. Für manche unter Ihnen, nur so als Vergleich, der ein repräsentativer, mehr oder weniger Lebenslauf eines 18-jährigen Studenten, mir, da stehen Sachen drauf, das muss immer überall draufstehen, Microsoft Office, was eine Lüge ist, wie man, glaube ich, an dem Layout dieser PowerPoint-Präsentation erkennen kann. Zweitens wäre dann meistens irgendwie, ich bin halb und also ab und zu bin ich halt auch manchmal rechtzeitig da, außer so 10 Minuten zu spät. Außer die Vorlesungen fangen vormittags an, dann gar nicht. Also fass mal an unter pünktlich und zu guter Letzt irgendwas, was einen außergewöhnlich macht, irgendwas, wo man wirklich leidenschaftlich dahinter steht. Und das ist bei mir eindeutig Pokémon-Trainer. Also die ersten 3 Generationen, ich hatte sie alle. Ich hatte sie alle. Und ich find, so ein Foto sagte mehr als 1000 Worte, also habe ich mir überlegt, immer so ein gutes Foto auch dazu einhängen. Das Problem ist, ich hoffe, man sieht mich in der letzten Reihe, ich schaue nicht immer so aus. Also das nur mal dazu sagen. Aber Yannis redet dann weiter. Yannis sagt, der berühmteste Spieltheoretiker, den man wahrscheinlich kennt, ist heuer leider verstorben, oder letztes Jahr. John Nash hat beeindruckende Ähnlichkeit mit Russell Crowe, wie man auf diesem Foto sieht. Der hat ihn nämlich gespielt in einem Film. Und sie sitzen da immer noch gekuschelt an Yannis Varoufakis und fragen sich, gut, was hat das jetzt alles mit Spieltheorie und meinem Griechenlandurlaub zu tun? Und er sagt ihnen, es ist eigentlich ganz einfach. Sie haben nicht beachtet, was machen denn die anderen Leute? Sie haben gelesen, Geheimtipp, erste Google-Suchanfrage. Ja, das werden Sie wahrscheinlich nicht die einzige Person sein, die sich das gedacht hat, sondern wenn sich das jeder hier im Raum denkt, sitzen Sie alle nebeneinander dann am Strand, was vielleicht eh angenehmer wäre jetzt, irgendwie den Vortrag am Strand zu halten. Aber Sie können das ändern, indem Sie einfach mal nachdenken, was machen die anderen Leute? Es ist wie wenn Sie auf der Autobahn fahren, Sie hören im Radio Staumeldung. Die bevorzugte Ausweichroute ist meistens danach noch viel mehr im Stau als der eigentliche Stauroute, weil natürlich alle Leute diese Ausweichroute nehmen. Aber Yannis Varoufakis ist nett und er sagt ihnen, okay, ich gebe ihnen noch einen Tipp mit auf den Weg, nämlich sagt er ihnen, ich zeige ihnen, wie sie ihr Liebesleben auch noch aufbessern können und ihr Dating-Life, um den Anglizismus zu verwenden, auch noch verbessern können. Und hierfür, wie soll es anders sein, würde ich gerne 2 Leute aus dem Publikum gerne herholen. Wenn ich das kann, ich kurz irgendwie so Publikum-Participation haben. Ich brauche 2 Leute auf diesem Publikum. Bitte jetzt alle melden, die irgendwie Lust haben. Also alle Hände hoch, alle Hände hoch. Wer hat Lust? Wer hat Lust? Gut, dann hätte ich dich bitte gerne mal. So, und da von hinten nehmen wir auch noch irgendwen. So, niemanden aus der ersten Reihe, sondern irgendwo weiter hinten. Genau, du bitte da hinten.
So, erster Teil, genau. So, vielen Dank. So, und jetzt werden wir einen riesengroßen Applaus, bitte. Also, das lobe ich mir wirklich. So, dein Name ist? Fia. Fia, gut. Darfst du bitte mit mir hier mitkommen? Stell dich einfach hier hin. Und dein Name ist? David. David, bitte stell dich hier hin. Ey, das passt schon, Lelle ist echt gut dazu. Das passt schon wirklich gut dazu. Also, Fia und David, ich erzähle euch jetzt folgendes Szenario. Ihr habt euch kennengelernt bei diesem Science Slam in der Pause, fandet euch sehr sympathisch. Und ihr seid in der Pause auf das Thema Filme gesprochen gekommen und ihr habt gemerkt, ihr beide liebt Filme über alles. Fia, du liebst Actionfilme. Also für dich gibt es nichts Besseres als Actionfilme. So, und David, du liebst Komödien, okay? So, und jetzt wird die Frage gestellt, gut, ihr macht euch nach dem Science Slam, macht euch aus, welchen Film schaut ihr denn? Und leider, bei dieser Menschenmenge verpasst ihr euch und ihr wisst nur, ihr wollt morgen Abend ins Kino gehen, aber ihr wisst nicht, in welchen Film ihr gehen sollt. In Bonn spielt gerade zufälligerweise ein Actionfilm und eine Komödie. Wie lässt sich dieses Problem spieltheoretisch mal analysieren und vielleicht finden wir einen Weg? Wir haben eine Möglichkeit, ihr geht blindlings beide, ohne zu wissen, wo der andere sitzt, in den Actionfilm rein und wir haben hier eine 2 und eine 1. Was bedeutet das? Auf einer Skala von 0 bis 2 findet Maria Sophia es mega cool, wenn sie beide in dem Actionfilm wären, weil sie sieht den Film, den sie sehen will, mit David, den sie sehen will. David hätte lieber eigentlich die Komödie gesehen, aber ist glücklich, dass er mit Maria Sophia im Film sitzt. So, David, auf der anderen Seite, würde natürlich lieber in der Komödie sitzen und hat dann hier 2-1, es ist genau umgekehrt. Und natürlich 4, du wärst wahnsinnig traurig, wenn du David gar nicht siehst, da hilft dir auch dein Actionfilm gar nichts und genauso ist es bei dir. Alles klar soweit, habt ihr das Bild ungefähr im Blick. Das heißt, du würdest am meisten bevorzugen, in der Komödie zu sitzen, danach würdest du eigentlich am liebsten mit mir im Actionfilm und was du gar nicht willst, ist allein im Kinosaal zu sitzen. Und jetzt machen wir das so. Rechte Hand ist, du gehst in den Actionfilm, bei dir auch, rechte Hand Actionfilm, linke Hand Komödie, okay? Gut, ihr schaut bitte ins Publikum und ich zähle bis 3 und bei 3 hebt ihr die Hand in den Film, Kinofilm, in den ihr gehen wollt. Bedenkt, was der andere machen will, okay? Wir zählen. 1, 2 und 3. Ja. Ja, gut. Natürlich nicht. Wir geben den beiden natürlich nochmal eine Chance, okay? Wir sind nett. Bedenkt doch mal, seid vielleicht nicht so egoistisch. Also denkt mal vielleicht so, hey, David, Maria Sophia ist ganz nett. Vielleicht schaust du dir für sie auch mal einen Actionfilm an. Bei dir vielleicht genauso. Also denkt euch mal, was macht denn der andere so? Wir zählen nochmal bis 3, wir machen das nochmal. Rechts Actionfilm, links Komödie. Ins Publikum schauen. 1, 2 und 3. Fabelhaft. Sehr gut. Dann wünsche ich euch viel Glück morgen im Kino und einen herzlichen Applaus für Fia und David. Vielen, vielen Dank. Es ist doch immer schön, wenn das Publikum auch mal mitmacht. Und natürlich redet jetzt Janis Varoufakis redet ihr noch weiter und sagt ihnen, es gibt aber auch Grenzen bei der Spieltheorie. Das Datingleben können wir verbessern, wir können ihre Urlaubssituation verbessern, aber alles kann sie nicht. Sie wird sehr gerne in der Wirtschaft und auch in der Politik angewendet, aber eine Riesenvoraussetzung ist, man muss rationale Spieler haben, 100% rationale Spieler. Und da schüttelt Janis Varoufakis den Kopf und sagt, leider hatte er eben nicht immer mit nur rationalen Spielern zu tun. Aber es gibt auch einen experimentellen Beweis für die Irrationalität des Menschen, weil man denkt sich natürlich, ich handle rational, ich mache nicht die falschen Entscheidungen. Das ist ein Foto von einem kleinen Schwein, das wollte ich immer schon einblenden, das ist Sympathiepunkte für nachher, aber zum Ultimatumspiel. Hier liegen auf dem Tisch 100 Euro und es gibt 2 Spieler, Alice und Bob. Alice hat die Möglichkeit, diese 100 Euro aufzuteilen. Sie darf sagen, ich nehme 80 Euro und gebe 20 Euro weg oder ich nehme 50 Euro und gebe 50 Euro weg oder was auch immer. Bob akzeptiert die Teilung und es wird geteilt oder akzeptiert die Teilung nicht und beide bekommen gar nichts. Was ist das Ergebnis? Fairness. Am häufigsten wird vorgeschlagen, dass fair geteilt wird, was wundervoll ist. Schön zu wissen, dass Menschen von Grund auf eigentlich fair sind. Das Problem ist, rational ist das Ganze gar nicht und Bob schlägt auch gerne mal 30 Euro aus, weil er es unfair findet, dass Alice 70 bekommt und er nur 30 Euro bekommt und liebt lieber gar nichts als nur 30 Euro und das ist nicht rational.
Leider sind wir nicht alle rationale Menschen, rationale Vulkaniden, wer den Gag versteht. Und weil es nicht einfach nach auf mich zukommen. Das war mein Vortrag. Vielen Dank, das sind meine Quellen und ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit. Großen Applaus hier, Stefan Pietet von der London School of Economics. Danke dir, Stefan. Stefan? Ich fand es einfach wundervoll, dass ich diese Leute kennengelernt habe und auch deren Themen gehört habe und wie sie es vorgetragen haben und einfach selber was dazugelernt habe, obwohl ich auch vorgetragen habe. Das fand ich am besten.